Die BSR ist für mich eine Organisation, die sich stetig verändert und verändern muss, die wächst, sehr spannende und sehr sinnvolle Aufgaben hat. Mein Name ist Malte Philipp Schäfer. Ich bin seit Februar 2008 bei der BSR, bin als Trainee in der Rechtsabteilung gestartet und inzwischen leite ich das operative Stoffstrommanagement in der Geschäftseinheit Abfallbehandlung und Stoffstrommanagement. Um es dann ein bisschen umgangssprachlicher zu fassen, sage ich, wir überlegen uns, was wir mit unserem Müll machen. Dann muss es in der großen BSR, wo Fahrzeuge den Müll sammeln, aber wo auch wir tätig werden, es jemanden geben, der diese Mengen auf die Anlagen verteilt. Im Havariefall müssen wir koordinieren, wo denn die lieben Kollegen den Abfall stattdessen hinbringen, was durchaus auch mal aufregend und hektisch sein kann. Ich habe Jura studiert, Rechtswissenschaften und nach Abschluss des Studiums und auch des Referendariats war klar, dass ich nicht Anwalt werden möchte, was der klassische Weg für den Juristen ist. Und damit blieb übrig, vielleicht Richter zu werden oder in einem Unternehmen tätig zu werden. Dann gab es die Gelegenheit, bei der BSR reinzugucken und die BSR kennenzulernen. Und jetzt bin ich hier seit fast 14 Jahren und glücklich. Also tatsächlich finde ich den Gedanken sehr charmant, im Rahmen der Daseinsvorsorge zu arbeiten. Ich finde, dass ich was Gutes tue, sozusagen für die Umwelt, für die Stadt. Und zum anderen ist das konkrete Arbeitsumfeld, in dem ich mich bewege, hochgradig spannend. So sehr, dass ich gar nicht genau morgens weiß, was der Tag mit sich bringen wird. Wir haben zu tun mit den Geschäftsführern und Prokuristen von Firmen und verhandeln über Verträge. Und im nächsten Moment diskutiert man mit dem Lkw-Fahrer, warum dieses eine Papier nötig ist und wo es hingehört. In meiner Freizeit ist sehr geprägt davon, dass ich glücklicher und leidgeprägter Familienvater bin. Daneben bin ich früher sehr viel Mountainbike gefahren, habe ein bisschen Tennis gespielt, sehr Technik und Computer interessiert und das füllt das Leben ganz gut.